Der Heimatverein Kernen begrüßt in seiner Reihe Zeitzeugen heute Herrn Rolf Schlegel aus Stetten, wohl bekannt als ehemaliger Ochsenwirt, also des Restaurants zum Ochsen in Stetten. Herr Schlegel, zuerst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, für uns ein bisschen in die Vergangenheit zu blicken, mal mehr, mal weiter, und uns was erzählen über das Haus und ganz untrennbar damit verbunden über sich und über die Familie, was sich im Laufe der Jahre so ergeben hat. Mache ich gerne, ja. Prima. Herr Schlegel, ich habe gerade vom ehemaligen Ochsenwirt gesprochen, das wollen wir doch zuerst einmal gleich abklären. Sie haben das Restaurant verkauft. Wann war denn das und was waren so die Gründe dafür? Das war 2016. Die Gründe waren einmal, dass bei uns kein Nachfolger gibt, und zum anderen habe ich den Herrn Jäckle kennengelernt, und der Herr Jäckle ist ein Mensch, der unheimlich gerne alte Häuser anschaut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt komm, wir schauen mal das ganze Haus an, was du damit meinst. Und dann hat er gesagt, ja, der hat es mal brennt und das müssen wir auswechseln und so weiter und so weiter. Aber der hat eine Nachricht frei sein im Haus. Und dann habe ich mit ihm einen Deal gemacht. Und zwar, der Ochsen hat ja einen relativ großen Platz gehabt. Mhm. Ja. Und den habe ich dann an die ZBI verkauft. ZBI ist eine AG, für die der Herr Jäckle viel arbeitet, und da haben wir einen Kompromiss gefunden, weil der Ochse in der Regel vom Alter her schon, da hat man Millionen gebraucht, dass man jetzt auch sieht, was man eingesteckt hat. Ja. Ja. Und ist heute nach meiner Meinung fast das schönste Haus in Stetten. Ja, aber als Gastronom kann ich das nicht stellen, ja. Das ist undenken. Ja. Und dann war ich 66 und dann habe ich gesagt, jetzt wird es Zeit. Ja, ja. Ja. Also Gewinn-Gewinn-Situation von der beiden, ne? So sei es. Ja, gut. Ja gut, jetzt machen wir mal einen ganz weiten Sprung in die Vergangenheit. Ich habe gelesen, das Haus steht so etwa seit 1648 und war damals die Herberge der Herren von Stetten. Mhm. Und aber auch in der bürgerlichen Zeit war es wohl immer ein Gasthof. Ja. Wann kam es denn bei Ihnen in die Familie? Also in unserer Familie kam es 1905, hat der Ernst Schlegel und die Luise Schlegel den Ochsen gekauft. Und da war es eine Metzgerei und mehr oder weniger so Vesperstüble, ja. Und so haben wir das lang aufgebaut. Und dann kamen ja die Kriegsjahre, ja. Also sie haben einen Sohn gehabt, mein Vater. Der ist Ende 1919 geboren, und während dem Krieg war der Ochse oft auch mal zu. Mhm. Aber da gibt es auch eine Anekdote. Meine Großmutter war, ja, die war schon hart und, ja, und so weiter. Und da musste mein Vater auch immer mitschaffen, und dann, wenn er, wie das halt in der Zeit war, in der Hitlerjugend war, ja, hat es auch sein können, es war dann ein Schild draußen gestanden, heute geschlossen, Junior beim Schlamperdienst. Ja, so war die Anfangszeit. Und dann, 1947, hat mein Vater den Betrieb übernommen. Er hat kurz davor geheiratet, die Hilde Schlegel, die später immer die Seele des Betriebs war, und hinter so langsam angefangen. Langsam angefangen, das heißt, der Ochse ist dann gewachsen. Wir hatten auch nach 2, 3 Jahren auch einen Koch eingestellt. Ja. Und dann ist der Nächste dazugekommen, in der Metzgerei sind Leute dazugekommen. Und so ist der Ochse peu à peu immer gewachsen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Kate, Menschenskinder, in Städten gibt es ja keine Übernachtungsmöglichkeiten. Und dann haben sie 1978 das erste Gästehaus in der Tennecker Straße 13 gebaut.
Und dann ging es mit der Entwicklung weiter. Mein Bruder, der Wolfgang, hat Metzger und Koch gelernt und später seine Meisterprüfung als Metzger gemacht. Ich habe Metzger und Koch und Hotelkaufmann gelernt, also drei abgeschlossene Lehren, und habe dann meine Meisterprüfung gemacht. Und dann war es so, dass alles geboten wurde, ja. Und 67, also das war davor noch, ist der Ochsau umgebaut worden. Also das Restaurant wurde größer, die Metzgerei wurde größer. Und so war das ein stattlicher Betrieb. Und wir waren so in den 70er Jahren circa zwischen 50 und 60 Mitarbeiter wuchsen. Oh, ja. Ja, und jeder kann sich das vorstellen, dass das kurz überschlägt in der heutigen Zeit oder damaligen Zeit genauso war. Ja. Und dann war es so, dass Mitte der 70er Jahre, nach meiner Meinung, der Ochse einen relativ steilen Aufstieg hatte. Also mein Bruder war ja, war deutscher Meister in der Weißwürste, hat das Stuttgarter Rösle in der Schinke verschult, hat Medaillen ohne Ende. Ja. Bei mir war es so, dass ich 78, also war ich gerade 3 Jahre daheim, oder 2 Jahre, als einer der jüngsten Sterneköche in Deutschland entstanden, nach Städten gebracht habe. Sehr schön, ja. Ja. Und wir haben das natürlich noch über 70 Jahre ausgebaut. Und da hat sich natürlich auch rumgesprochen, wenn man mal ins Remstal fahren, man sollte in den Ochsen. Mhm. Ja. Also es sind bei uns Leute gekommen, wie zum Beispiel aus der Politik, ob das der Erhard war damals nur als Bundespräsident war er, gell? Ja, Kanzler. Kanzler. Dem sein Enkel hat bei uns Konfirmation kennt, ja, sowas. Genau, ja. Ja, und er hat noch einen Laden im eingekauft und hat meine Mutter gesagt, sie müsste die Salami probieren und so weiter, die haben so gut geschmeckt, dass er einen Haufen mitgenommen hat. Und seitdem war das die Erhard-Salami. Ja, also bei uns ist auch so gewesen, dass viele Leute vom Restaurant, wenn sie gegangen sind, in Metzgerino sind, 9, 10, 11, 12 nachts, ja, ich habe noch eingekauft. Und also da hat sich in der Regel alles drauf, ob das jetzt vom Sport her Michael Schumacher war, Maske war, die ganze Bayern-Spieler, die VfB-Spieler, die Bundestrainer, ja, die waren alle bei uns, oder von den großen Firmen wie die Firma Stiel, haben wir alles gemacht, auch die ganze Privatsache daheim, ja, oder Porsche-Familie, alle Vorstände von Daimler-Benz oder Harry Höfliger, Kercher, also die sind im Ochse immer einer rausgegangen. Irgendjemand aus Kunst und Kultur auch, oder? Kunst und Kultur auch. Einmal der Neil Armstrong, der erste Mal auf dem Mond. Ja. Und dann viele Schauspieler. Ja, also es hat sich wirklich erst getroffen. Ja. Ja, und der Ochsen war dann nach meiner Meinung eine Institution. Ja. Und, aber nie hochnäsig, ja, sondern für uns war immer jeder Gast gleich. Ja. Hat man versucht. Ja, und das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen. Und meine Mutter war die Seele vom Betrieb und mein Vater war der Patron. Ja, genau. Ja. Der die Fäden auch gezogen hat. Und so ist das entstanden. Dann haben wir 78 das zweite Gästehaus ausgebaut. Ja. Mhm. Und wie gesagt, der Laden ist immer größer geworden und größer. Und wir haben das Beste gemacht, was wir zu der Zeit machen konnten, finde ich. Ja, ja. Und irgendwann ist halt so eine Ära mal zu Ende. Ja, so. Ja. Das ist halt leider, ja. Vor allem, wenn man halt dann niemanden in der Familie hat, der das einfach fortsetzt. Das ist halt ein ganz großes Problem. Ja, auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen froh drüber. Ja? Also, weil eine Gastronomie und dann ein Familienclan, also das ist nicht einfach. Ja. Ja? Und ich finde den Beruf, was wir machen, der ist ein super Beruf. Ja, wunderschön. Aber wenn du mal in ein gewisses Alter kommst und selber noch eine Familie hast,
du hast halt wirklich wenig Zeit für Familie. Das, ne? Ja. Wenn ich denke, damals hat man noch einen Ruhetag gehabt, das war der Mittwoch. Metzgerei war noch morgens offen, die Kinder waren in der Schule. Und dann hast du für die Kinder mittags um alles zwei am Mittwoch Zeit gehabt und sonst sechs Tage ein Stück nicht. Ja. Ja. Und das hat meine Frau wirklich gut managt. Und da bin ich auch froh. Und die haben ihren Weg gemacht. Ja. Und sind heute in ihre Berufe glücklich. Mhm. Ja. Naja. Ich will jetzt nochmal geschwind zurückspringen in die Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg. Hat sich da irgendwas Besonderes ereignet, in dem vielleicht Flüchtlinge oder gar Soldaten einquartiert wurden? War da irgendwas in der Richtung, was Sie erzählt bekommen haben? Also Flüchtlinge auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wir haben oben im Ochse nur so, das Haus hat ja fünf Stücke. Ja. Und die letzten zwei, drei Stücke, da waren auch so Zimmer, also von damaligen Verhältnissen. Und da waren dann Flüchtlinge drin, ja. Mhm. Ich glaube, bis Anfang, Mitte der 50er. Mhm. Ja. Und was hat jetzt eigentlich Ihr Vater verändert am Haus oder am Betrieb? Also sei es jetzt baulicher Art oder von den Abläufen her, war da irgendwas Spezielles, was man erwähnen könnte? Ja, sagen wir mal, baulicherseits waren erstens mal die Gästehäuser. Mhm. Und dann war 67 der große Umbruch im Ochsen. Und das war eine kritische Zeit. Wir haben nicht gewusst, ob wir es packen, weil in der Gegend ist natürlich auch viel Grundwasser. Und dann musste das Haus und alles so Pfähle oder Bettungdinger gebaut worden. Und dann ist das ganze Objekt um 50% oder 60% teurer geworden. Oh, ja. Und dann waren wir, ich will fast sagen, so gut wie am Ende. Oh, ja. Und dann sind wir nachher noch in die Zeit reingekommen, wo man 12-14% Zinsen zahlt hat. Ja. Ja. Und dann haben wir ein paar Jahre bloß um die Zinsen geschafft. Mhm. Ja. Und war für die Show nicht so lustig. Und dann, auch nach dem Krieg, der Ochse war halt auf der Regel gesagt, Koda alt. Ja. Ja. Und dann hörst du angefangen mit praktisch nichts und immer so Stiegel gemacht. Und mein Vater war halt auch in seinem Beruf einfach super. Ja. Dem sei wurscht und so weiter, auch noch wie mein Bruder sind. Das war schon gut, ja, und interessant. Ja. Und wie gesagt, dann hat er geheiratet und meine Mutter war schon die Seele des Betriebes. Ne? Ja, sie hat ja auch abends immer ihre Inspektionsrunde gemacht durch die Räume und die Gäste begrüßt. Und, ja, aber ihr Bruder ja auch. Das, ja, also hat das sich nicht nehmen lassen. Also das, bei uns war es so, dass wir haben versucht, dass kein Gast reinkommen ist, wo nicht vom eigenen von Anschlägen begrüßt wird. Ja. Oder auch, wenn sie gegangen sind. Ja. Und was für mich immer ganz wichtig war, ihr müsst ein bisschen besser auf die Kinder aufpassen. Ja? Weil beim Ausgang links haben wir Schublade gehabt, mit Süßigkeiten. Das sind die gleich, Entschuldigung, haben die gleich gewusst. Und dann sind sie stehen geblieben. Wenn einmal keiner da gewesen war, die sind nicht gegangen. Ja, und dann hat es immer was gegeben. Ja. Oder bei meiner Mutter im Laden, eine Räte Wurst. Ja. War immer. Ja. Ja, gut, das war vom Metzger ja schon fast gewohnt als Kind. Gell? Und dann ist es nämlich auch so, wenn die Familie drüben sind und sagt, Menschenskinder, wo gehen wir morgen Abend zu essen? Ja. Da haben die Kinder schon geschrieben, wir wollen zu Schlägels. Ja, genau. Gell? Da gibt's was. Da gibt's was. Ja. Ja.